Ja, liebe Natural Bodybuilding-Freunde, heute ist Sonntag, der 25. Mai 2014. Eine kleine Gruppe trifft sich heute mal wieder nach längerer Zeit hier im Ape Gym Hamburg zum GNBF-Mitgliedertraining. Ja, das Wetter ist herrlich, umso mehr freut mich natürlich und auch Thomas Keller von musclevideo.de, dass ihr heute erschienen seid. Und ja, ich will gar nicht lange reden zum Anfang, wünsche uns allen jetzt viel Spaß und ja, gutes Gelingen. Neben mir steht Henrik Bettels und Hagen Franke. Ja. Heute an diesem wunderschönen Sonntag im Mai. Was hat euch denn heute hierher verschlagen an diesem herrlichen Tag zum Training? Ganz klar, das Training und die Hammer Strength Geräte müssen einfach mal ausprobiert werden, jetzt im Rückentag. Mal gucken, was so geht heute. Ja, bei mir auch. Es ist mein drittes Mal jetzt, dass ich beim Mitgliedertraining dabei bin. Und hier in dem Studio war ich noch gar nicht. Und deswegen war ich sehr überrascht und es ist echt super hier. Und ja, den kenne ich auch schon, guter Trainingspartner und ja, macht Spaß. Ja, also das passt ja alles sehr gut. Ja. Studio ist natürlich auch super, tolle Maschinen, Hammer Strands vom Feinsten. Und da hinten haben wir noch einen Raum mit freien Gewichten, habt ihr den schon gesehen? Ja, einmal schon gesehen, letztes Jahr auf dem Mitgliedertraining. Mal gucken, der wird heute auch noch in Beschlag genommen. Prima, dann wünsche ich euch viel Spaß und lasst das Eisen glühen. Danke. Neben mir stehen Boris Schlermann und Simon Sturm. Simon Sturm. Ihr seid beides neu bei der GNBF? Ich seit letztem Jahr. Oktober bin ich dabei. Und wie gesagt, ja, möchte auch vielleicht dieses Jahr noch starten im Oktober. Und will das hier als Gelegenheit nutzen, vielleicht einen Vorbereiter mal zu suchen, mal Kontakte zu knüpfen und mal sehen. Okay, und Simon, wir haben uns schon mal gesehen im Powerhouse Gym in Wedel. Da hast du mich angesprochen auf die GNBF. Was hat denn den Ausschlag gegeben, dass du jetzt Mitglied geworden bist bei uns im Verein? Ja, eigentlich war ich eigentlich auf der Suche nach anderen Freaks, sage ich mal. Fitness-Freaks sehen, Lifestyle leben. Heutzutage sehr rar geworden, weil immer andere, viele andere Interessen haben. Ja, das war eigentlich so. Ich habe jetzt nicht vor, irgendwie dieses Jahr zu starten oder so, sondern... Aber du bist auch sehr gut in Form. Also ich sehe auch in dir großes Potenzial für einen zukünftigen Wettkämpfer. Okay. Und ja, ich wünsche euch natürlich beide hier, heute ein gutes Training und dir eine gute Vorbereitung. Und ja. Sehr schön, aber wird schon. Gut, dann noch viel Spaß. Dankeschön. Okay. So, neben mir steht Alexander Groß. Moin. Alexander Groß, du bist neu bei der GNBF? Ja, seit diesem Jahr bin ich hier. Das macht halt nicht mehr viel Spaß. Also bei Mitgliedstraining bin ich auch zum ersten Mal. Und Elbjun gefällt mir auch ganz gut. Komm ein bisschen näher zu mir ran, dann bist du weit weg. Ja. Wir haben dich ja eben gesehen bei den Kniebeugen. Ja. Du hast sehr gut entwickelte Beinmuskulatur, Oberschenkel. Und du gehst immer bis fast zum Boden runter. Ja. Hast du das extra so gemacht? Ja, also ich finde, ich kann meine Beine mehr spüren, wenn ich ganz tief runtergehe. Das ist viel besseres Gefühl einfach. Auf jeden Fall. Also wenn Kniebeugen, dann möglichst schön tiefe Kniebeugen. Den Old Style, ne? Genau. Das ist toll. Und 140 Kilo hast du eben fünfmal gebeugt. Ganz sauber. Ohne Gürtel. Ohne Spiegel. Also die Technik sah sehr gut aus. Hast du super gemacht. Danke. Und machst du gleich noch einen Satz? Ja, aber jetzt nur noch mit 100 Kilo. Noch so ein Aufpumpsatz. Das schätze ich mal so um die 20 Wiederholungen, oder? Nee, das schaffe ich nicht. So 12 Wiederholungen vielleicht. Auch sehr gut. Ja, und sehen wir dich irgendwann mal eventuell auf der Bühne? Ja, ich habe jetzt mir vorgenommen, dieses Jahr mit teilzunehmen auf GNBF. Mal gucken, wie es wird. Ja, dann viel Erfolg und vor allen Dingen heute auch noch viel Spaß hier im Ape Gym. Danke.
Ja, hallo Rolf. Hallo, du bist ja schon häufiger hier gewesen zum Mitgliedertraining. Ein, zwei Mal schon, ja. Ich glaube, das dritte Mal oder das vierte Mal, ja, genau. Und wie gefällt es dir heute? Ja, heute ist ein bisschen ruhig hier, aber wie gesagt, immer sehr schön, gerade an diesen Geräten, die wir sonst nirgendwo haben, zu trainieren, macht unwahrscheinlich Spaß. Also, ich freue mich jedes Mal, hier zu sein. Ja, schön. Ich habe dich gesehen heute seit langer Zeit. Du hast, das fiel sofort auf, dass du sehr viel abgenommen hast. Du hast mir gesagt, das sind ca. 13 Kilo. Ja, also ich habe noch im November angefangen, jetzt mit der intensiven Vorbereitung halt für Wiesloch. Und seitdem angefangen, intensives Cardio-Ausdauertraining zu machen. Ja, und habe bis jetzt knapp 13 Kilo abgenommen. Wo willst du noch hin? Ich habe mein Ziel, noch 5 Kilo, vielleicht 6, noch abzunehmen, dann halt entwässern vor dem Wettkampf noch. Und dann geht's in die Masters-Klasse? Master 2, ja. Master 2, über 50. Über 50. Ja, dann weiterhin so viel Erfolg und vor allen Dingen viel Spaß und Freude im Training. Ja, danke. Gerne. Ja, gerne. So, neben mir steht Lena Nikolaus und der Florian. Hi, guten Morgen. Hallo. Ja, herzlich willkommen. Was hat euch denn heute an diesem wunderschönen Sonntag bei dem wunderbaren Wetter nach Hamburg verschlagen? Ihr kommt ja nicht aus Hamburg, sondern aus der Nähe von Hannover, richtig? Genau, wir kommen vom Steinhuder Meer hierher, haben gleich die Chance genutzt, hier nochmal zu übernachten. Also wir sind gestern schon angereist, tolle Zeit verbracht noch an der Alster. Was mich jetzt persönlich hierher führt, ist, unter seinesgleichen zu sein. Finde ich immer wieder toll. Wir haben schon tolle Gespräche gehabt mit anderen Athleten. Und natürlich das Elbgym an sich, also diese Atmosphäre hier wollte ich einfach auch mal miterleben und inspirierend für mich. Ja, sehr schön. Und dem kannst du zustimmen? Definitiv. Also super Studio. Wir konnten das letzte Mal leider nicht aufgrund krankheitlicher Beschwerden in Bremen starten und deswegen heute die Chance genutzt, mal nach Hamburg zu fahren. Und total begeistert, ja. Das hört sich alles sehr gut an. Du bist ja noch relativ neu bei der GNBF. Und jeder, der dich so sieht, wird dein Potenzial sehen, dass du eine wahrscheinlich sehr große Zukunft noch vor dir hast. Und wir freuen uns natürlich alle auf dein Wettkampfdebüt. Du hast dich ja schon angemeldet zur Deutschen Meisterschaft. Du wirst in der Athletikklasse starten. Ja, ich freue mich riesig. Also ich habe ja schon ewig Sport gemacht. Ich machte mein Leben lang schon Sport, hat auch immer eine große Rolle in meinem Leben gespielt. Aber jetzt seit diesem Jahr erst eben Bodybuilding und dann konnte ich eben sozusagen die vorhandene Muskeldefinition, die ich schon hatte, nochmal mehr erhärten und weiter ausbauen. Und ich hoffe natürlich, dass da bis Oktober noch Potenzial vorhanden ist. Und ich gebe auf jeden Fall weiterhin alles, ne, um da fit zu sein. Sehr gut. Abschließend vielleicht, würdest du den Zuschauern noch einen Gefallen tun? Ja. Deine Bauchmuskeln zeigen? Kann ich machen. Ja, super. Ich meine, also wenn das deine Off-Season ist, dann weiß ich nicht, was die Wettkampfform ist. 2 Monate bin ich jetzt in der Off-Season, jeden Tag 3000 Kalorien. Ich weiß auch nicht, wo mein Körper das lässt, wahrscheinlich sehr, sehr schnell einen Stoffwechsel. Aber ja, wie gesagt, also ich muss sehr, sehr viel Disziplin auch beweisen im Hinblick auf meine Ernährung, weil ich auch ein typischer Hardgainer eben bin. Und da darf also kein Schlendrian drin sein, dass man mal weniger isst, als man sollte jetzt in der Off-Season. Und deswegen denke ich, dass ich innerhalb der letzten 2 Monate konnte ich schon gute Fortschritte erzielen und ja, wie gesagt, gebe weiterhin Gas. Ne? Wunderbar, dann viel Erfolg, danke. Lena, Florian und bis zum nächsten Mal. Zu meiner Rechten Benni Schmidtke. Hallo. Und René Engel. Ja, hallo. Ihr seid relativ neu bei der GNBF. Ja. Noch junge Athleten. Wie alt bist du? Ich bin 26. Ich bin 17. Du bist 17? Ich bin 17, ja. Wow, du siehst natürlich schon wesentlich weiterentwickelt aus als ein 17-Jähriger. Toll. Wie sieht's aus? Willst du starten dieses Jahr? Nee, dieses Jahr noch nicht. Ich wollte jetzt nach dem Sommer noch mal ein bisschen rauflegen und dann nächstes Jahr starten. Du hättest ja noch die Chance, mit 17 Jahren in der Teenage-Klasse zu starten. Mit 18 müsstest du schon in die Junioren, aber selbst da wirst du sicherlich einen guten Eindruck hinterlassen. Ich hoffe es. Aber Teenage kommt für dich dieses Jahr noch nicht in Frage. Nee, dieses Jahr, ich bin noch unzufrieden. Also das reicht mir noch nicht jetzt, um teilzunehmen.
Gut, natürlich muss dein Gefühl passen für eine Wettkampfteilnahme. Benni, bei dir, wie schaut's aus? Letztes Jahr hat er nicht so hingehauen, dieses Jahr, aber denke ich mal, bist du auf einem guten Weg. Also ich bin gut dabei, ich will aber dieses Jahr auf jeden Fall noch ein bisschen aufbauen. Ich habe jetzt ein bisschen experimentiert mit dem Training, was bei mir am besten liegt, welche Wiederholungszahl, welche Satzzahl ich machen muss. Da wusste ich letztes Jahr noch gar nichts und deswegen will ich dieses Jahr noch ein bisschen draufpacken und nächstes Jahr starten. Also auch nächstes Jahr erst? Genau. Okay. Und wie gefällt's euch heute so? Super, also ich kenne das Studio schon vom letzten Mitgliedertraining und die haben noch ein bisschen umgebaut und das ist sehr interessant. Ja, ich bin das erste Mal jetzt hier, es ist das erste Mitgliedertraining, ich muss sagen, sehr nette Leute, das Studio ist erste Sahne, ich kenne sowas nur nicht, also ich kenne es nicht, ich habe nur zu Hause einen Gym, also ist schon was ganz Neues hier, ist eine super Erfahrung auf jeden Fall. Ja, dann weiterhin heute viel Spaß im Training. Dankeschön. Und für nächstes Jahr schon mal toi toi toi. Danke. Danke. Dominik, heute mal hier in Hamburg zum Mitgliedertraining der GmbF, warum Hamburg, letztes Mal noch in Bremen? Ja, weil auch mal die Mitglieder, die vielleicht aus außerhalb kommen, da mal die Chance haben, auch mal hierher zu kommen, sagen wir mal, andere Leute mal kennenlernt und ja, mal ein anderes Studio. Elbgym ist ja letztendlich alle Tage in Hamburg, dass man das Studio auch mal testen kann. Und wie gefällt es dir bis jetzt? Ja, mir gefällt es dir ganz gut. Im Gegensatz zu dem anderen Studio ist das hier alles ein bisschen moderner, auch mal was anderes. Und du machst heute oder hast trainiert, welche Muskelgruppe? Ich habe Rückenbizeps gemacht oder bin noch dabei. Okay. Ich bin ganz fertig. Dann lass dich nicht aufhalten, lass das Eisen glühen. Alles klar, Dankeschön. Alfred Schuh, ich wollte fast sagen, ein alter Veteran der GmbF, aber du gehst ja in die Masters-Klasse, denke ich, ne? Ja, Masters-Klasse, das letzte Mal vielleicht dieses Jahr oder nächstes Jahr vielleicht nochmal, weiß es noch nicht. Mal sehen, wie ich dieses Jahr abschneide, ne? Also ich habe mir ja vorgenommen, ins Finale zu kommen, endlich mal. Ich weiß, das ist immer dein Ziel gewesen. Erzähl ein bisschen ganz kurz über deine Wettkampfhistorie bei der GmbF. Oh, ja, wann fing das an? 2008 in Lübbenau, da hatte ich das erste Mal mitgemacht. Das war ja das Jahr, wo ich die 35 Kilo abgenommen hatte. Das war ja, ich kann mich noch gut erinnern. Ja, das war ja extrem und da hatte ich den sechsten Platz gemacht. Da habe ich dann richtig gut geleckt. Da habe ich dann gesagt, so, nächstes Jahr nochmal mit und dann mit einer besseren vor und das hatte ich ja dann geschafft. Da war ich ja richtig knüppelhart. Ich denke mal, da war ich am härtesten. So hart war ich nie wieder. Da bist du, glaube ich, aber nur knapp am Finale vorbei, ne? Ganz knapp war das, ja. Da hast du, glaube ich, Platz 6 oder 7 gemacht, oder? Platz 6 war das. Platz 6? Ja. Und ja gut, sie hatten ja nachher gesagt, weil ich nicht durchgehalten habe. Ich konnte auch nicht mehr. Ich war völlig alle nachher, ne? Richtig leer, ja. Aber dieses Jahr willst du nochmal starten, richtig? Dieses Jahr starte ich nochmal, ja. In der Masters 1? In der Masters 1. Und dann will ich es wissen. Alf, ich halte dir beide Daumen, die ich habe, dass du diesmal dein großes Ziel, Finale, knackst. Ja, danke, Bär. Gerne. Das GmbF-Mitgliedertraining heute am 25. Mai 2014 nähert sich dem Ende. War wieder eine super Aktion. Athleten sind noch in Action, ein bisschen am Ende des Trainings. Ja, also es war toll und wir hoffen, dass wir noch recht häufig weitere Trainings hier durchführen können. Danke ans Elbgym Hamburg, Wilhelm Schröter. Bis dahin.